Der Herzog von Sussex erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 61 Meilen pro Stunde, als er sich auf der Skeleton-Bobbahn in Whistler, Kanada, versuchte. Prinz Harry fliegt mit 61 Meilen pro Stunde eine Skeleton-Bobbahn hinunter, während seine Frau Meghan Markle zuschaut. Es sind neue Bilder von den Sussexes auf den Pisten während ihrer dreitägigen Reise nach Kanada aufgetaucht, während sie sich weiter auf die Invictus Games im Winter im nächsten Jahr vorbereiten. Der 39-jährige Herzog setzte einen weißen Helm auf, als er sich der nervenaufreibenden Herausforderung stellte, den vereisten Kurs in Whistler, British Columbia, zu bewältigen. Meghan, 42, lächelt lächelnd in einer schwarzen Mütze und einem dunkelblauen Schal, während Harry vorbeiflitzt. Das Paar kam gegen 13 Uhr auf der Piste an, einen Tag nachdem sie ein romantisches Valentinstagsessen in einem noblen italienischen Restaurant genossen hatten. Begleitet von einem Kamerateam nehmen sie an, One Year to Go, im Vorfeld der Invictus Games Vancouver Whistler 2025 teil. Es findet im nächsten Februar statt und ist das jüngste Kapitel in der Geschichte des Multisportwettbewerbs, den Harry 2014 für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldaten ins Leben gerufen hat. Am Mittwoch wurde das Paar bei ihrer Ankunft auf der Piste fotografiert. Meghan trug einen eleganten weißen Pullover und eine weiße Hose sowie einen Beigenmantel, während Harry eine graue Mütze, einen schwarzen Mantel und Jeans trug. Das Paar nahm an Veteranentrainings für alpines Skifahren, Snowboarden, Rollstuhlcurling und Skeleton teil. Thank you.